So, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fire Emblem Shadow Dragon. In dieser Folge können wir gleich mal, nachdem wir in der letzten das Kapitel eigentlich zu 99% abgeschlossen haben, besetzen und es komplett beenden. Böse Musik. Kaiser, der Feind hat die Tore durchbrochen. Dieser freche Bengel. Die Wachen sollen ihre Positionen einnehmen. Das Schloss muss verteidigt werden. Jawohl. Und ihr werdet feststellen, dass ein Erddrache wie ich schwerer zu zähmen ist als Garnef. Drei Käse hoch. Kommt und nehmt es mit mir auf. Ich werde den Boden unter euren Füßen aufreißen und euch auf direktem Weg in die Hölle schicken. Uiuiui, das sieht auch mal wieder böse aus. Finale. Auserwählte im Schloss von Doluna. Ich mag die Musik irgendwie schon wieder. Keine Ahnung warum. Ein langer Krieg war gekämpft worden, die vielen Länder Akenaias befreit. Und nun hat er das Bündnis seinen Erzfeind in seinem Schloss in die Ecke getrieben. Unglaublich, schon wieder was im Hals. Sie teilten sich in vier Gruppen und stürmten die vier Tore von Schloss Doluna. Ohne zu wissen, dass sie damit genau Medors Plan folgten. Tapfer bereiteten sich die Krieger, die das Schicksal auserwählt hatte, auf die letzte Schlacht vor. Ich war gerade irgendwie nicht mehr so ganz sicher, ob der Satz gestimmt hat, den ich vorgelesen habe. Okay. Zeig mal die Karte. Natürlich. Himmelswillen, wie habe ich die denn aufgeteilt jetzt? Sieht ja mal abenteuerlich aus. Okay, Boss. Boss. Moment. Ziel, besiegt, besiege Boss. Okay. Ich glaube es kaum. Beim letzten Kapitel im gesamten Spiel, es gibt keins mehr. Beim letzten Kapitel im gesamten Spiel haben wir eine andere Siegbedingung als bei allen anderen vorher. Und nur wegen diesem einen Kapitel wurden überhaupt die Siegbedingungen da oben angezeigt. Sonst hätte man das auch gleich bleiben lassen können, weil überall das gleiche ist. Also gut, mal gucken, was ich hier so alles. Würmtöner, gut, sind mir gerade egal. Ich habe eh keine Wyvern. Nicht Wyvern, ich meine keine Manaketen. Ein Dickhäuter war nur weit entfernte Gegner. Noch ein Dickhäuter. Ein Bolganone, okay. Schwarm, Drachenlanze. Eine Drachenlanze war auch effektiv gegen meine Raketen, habe ich ja wie gesagt keine. Ja, dann habe ich hier eigentlich nichts, auf das ich achten muss. Außer auf den Schwarmzauberer, Zauberdingens da vielleicht. Naja, gut. Dann gehe ich mal die Truppen durch. Ich lasse Dolph hier, nehme dafür Ockmar mit. Dann gehe ich nochmal durchs Inventar und nicht Xane. Wo war Ockmar? Hier. Gebe Ockmar auf jeden Fall mal noch anstatt dem Heilmittel ein Meistersiegel. Falls er noch seine noch Level 10 erreicht, dass er sich dann immerhin noch entwickeln kann. So, Moment, jetzt möchte ich mal was gucken. Wer hat denn den höchsten KP-Wert? Bast hat 56. Ich will jetzt nämlich mal gerade kurz... Moment, habe ich überhaupt noch ein KP-Gedöns? Eine Engelsrobe? Ich habe gar keine Engelsrobe mehr, also ist gerade egal. Ich wollte nämlich wissen, was für eine Farbe noch kommt, wenn die komplette KP voll ist. Okay, bei wem kann ich dann noch die Stärke ein bisschen erhöhen? Ich könnte Rudd einfach noch voll komplett ausbauen sozusagen. Dann kann er sich da noch einfach mal durch alles durchmetzeln. Noch eine Tempofeder. Und noch ein Energietropfen. Dann wäre die Geschwindigkeit sogar schon am Maximum, fällt mir gerade auf. Ne, den Talisman brauche ich eigentlich nicht. Resistenz. Gebe ich lieber Etrak, glaube ich. Etrak gebe ich, lege ich mal kurz die Eisenlanze ab und gebe auf jeden Fall den Talisman. Dann hat er immerhin eine Resistenz von 5.
Und darf dann mal. Jetzt kann ich die ja voll komplett richtig ausrüsten. Eine Meisterlanze mitgeben. So. Rudd kriegt noch einen neuen Schnitter. Da habe ich ja noch genug. Ein neues Silberschwert kann auch nicht schaden. Da habe ich auch mehr als genug. Ich rüsch mal eben ein Silberschwert aus. So, bei Wendel sieht es eigentlich noch ganz in Ordnung aus. Bei Lena auch. Bei Bast sowieso. So, hier, Moment. Nein. Bast ist mein einziger Aktkämpfer, oder? Energie, da können wir noch Action mitnehmen, hat aber nur Axt Level E. Ja, ich glaube, Bass ist tatsächlich mein einziger Axtkämpfer. Dann gebe ich dem mal noch anstelle von einer Stahlaxt Dingens und Eclair mit. Oder? Stabaxt habe ich schon eine dabei. Silberaxt hat noch volle Haltbarkeit. Ja, Wurfbeil habe ich eh keins mehr. Na also. Ich rusch mal gerade eben die Silberaxt aus. Moment. Dann möchte ich gerade nochmal kurz die Silberaxt und Eclair vergleichen. Okay, und Eclair ist einfach nur ein bisschen schwerer und hat aber mehr, deutlich mehr Angriff. Also eigentlich eine bessere Silberaxt. Und man kann damit heilen, zur Not. Dann Gordon war ich schon. Ja, Gordon sah, glaube ich, ganz gut aus. Moment. Ein bisschen was ändere ich noch. Ich nehme ihm halt. Ich gebe ihm noch anstelle von einem Eisenbogen einen Meisterbogen mit. Oder? Ja. So, einen vollen Silberbogen sieht noch gut aus. Ja, sieht ansonsten alles noch gut aus. Dann darf er mal den Silberbogen auch ausrüsten. So, bei Rudd war ich, bei Wendel war ich, bei Lena war ich, bei Bast war ich, bei Frey. Er darf mal das Eisenschwert abgeben und eventuell noch kein Silberschwert mitnehmen, weil er keins mitnehmen kann. Dann darf er halt doch mal wieder das Eisenschwert nehmen. Nein. Er vergibt die Eisenlanze ab und kriegt noch gar gescheite Lanzen. Kriegt er noch eine Silberlanze und einen Rittertod. So. Shiida hat Shiida, Gradibus, Flügelspeer und die Stahllanze und natürlich Yotas Schild. Also Shiida vollkommen ausgerüstet. Soweit. Ja. Wolf könnte noch ein bisschen besser aussehen. Der darf noch ein Stahlschwert, darf er nicht, weil er das nicht tragen kann. Ein Meisterbogen. Meisterbogen darf er noch mitnehmen. So. Ach, und dann, weil er noch Platz hat, noch ein Heilmittel. So, was darf Abel noch mitnehmen? Nichts, wie es aussieht. Pech gehabt. Na gut, dann kriegt er auch noch ein Heilmittel aufgedrückt. Lorenz. Soweit auch ausgerüstet. Einen Bogen kann er noch mitnehmen. Dem drücke ich mal noch einen Silberbogen auf. So, Wolf habe ich, Ogmar habe ich, Elise habe ich, Xane darf noch. Moment, Xane übernimmt, soweit ich weiß, auch die Waffenlevel, oder? Ja, doch, ich glaube schon. Also darf anstelle von einem Stahlschwert ein Silberschwert mitnehmen und eine Silberlanze und eine Silberaxt und einen Silberbogen. So. Moment, ich gebe mal das Stahlschwert noch ab. Dann darf er auch noch ein Heilmittel mitnehmen. So, Silberschwert, Silberlanze, Silberaxt, Silberbogen und ein Heilmittel. Denn dann bin ich mal gespannt, ob ich den einsetzen kann diesmal. Okay, Truppen habe ich jetzt soweit. Jawohl. So, und dann teile ich die mal auf der Karte irgendwie auf.
Und zwar, wo habe ich denn Manaketen? Die meisten Manaketen habe ich. Habe ich. Ja, die habe ich. Unterschiedlich. Komplett aufgeteilt. Moment, die Tür hier ist offen. Ja. Okay, Rod darf hier ruhig mal bleiben. Wendel als Heiler, Mast als Axtkämpfer, Frei als Lanzenkämpfer. Dann habe ich hier unten Lanze. Moment, irgendwie ist das jetzt suboptimal, würde ich mal sagen. Ich glaube. Moment, wo habe ich die meisten Lanzenkämpfer? Hier habe ich eigentlich gar keinen Lanzen. Doch, hier unten. Silberlanze und eine Silberlanze. Oh, da unten gibt es noch einen Laden. Ob es da was Interessantes gibt? Keine Ahnung. Silberlanze? Drachenlanze. Moment, die Tür ist zu, die kriege ich von da unten gar nicht auf. Ah, Moment, ich glaube, ich weiß, wie ich es mache. Moment, Shida geht nach da. Dann darf Shida erstmal da hinten in den Laden fliegen und gucken, ob es da noch irgendwas Interessantes gibt. Oh, Moment. Dann kann ich mal noch Bord gerade aus dem Vorrat den ganzen Scheiß aufdrücken, den ich nicht mehr brauche, den ich jetzt verkaufen kann. Genauso Mattis. Da kann ich jetzt nochmal ein bisschen Geld machen, nachdem wir alle ausgerüstet sind. Darius. Ja, behalte ich mal noch ein Stahlschwert zur Not. Und Silberschwerter. So. Hardin darf noch ein Silberschwert und einen Schnitter und die zwei Teufelsschwerter und den Würmtöter verkaufen. Wühland bekommt noch den Panzerbrecher aufgedrückt und darf dann mal hier den ganzen Misch mitnehmen. So. Roshea darf noch Eisen- und Stahläxte verkaufen. Zedgar. Ich lasse mal gerade noch so ein paar Sachen übrig, die ich dann eventuell noch gebrauchen kann, vielleicht möglicherweise unter Umständen. Dina brauche ich definitiv nicht. Und Roger darf auch noch verkaufen. Und zwar die Ballista-Gedönses. Zauber. Moment, dann gebe ich mal gerade nochmal kurz den Feuerzauber ab. Und nehme dafür noch ein Bolgamhunde mit. So, und was gibt's für Cäsar noch? Ja, eigentlich das da. Und ein Feuerstein. Ein Türschlüssel. Na gut, verkaufe ich das jetzt alles mal. Das kann jetzt ein bisschen dauern, eventuell. Ach, verdammt, ich kann auch aus dem Vorrat verkaufen. Moment. Da ich auch aus dem Vorrat verkaufen kann, mache ich das gerade nochmal schnell so, dass ich den ganzen Misch wieder abnehme. Oh, Moment. Das da auch mal noch. Alle, die nicht mitkommen, werden leergeräumt. So. Nein. Hätte ich das gleich gewusst, dass man auch so einen Vorrat verkaufen kann. Habe ich bestimmt schon mal bemerkt, aber habe ich dann in der Zwischenzeit wieder vergessen. Zum Glück gibt es hier die praktische Funktion, dass man einfach mal kurz alles in den Vorrat schmeißen kann. So, verkaufen aus dem Vorrat. Jetzt dieses Eisenschwert, oh Gott, das muss man jedes Mal bestätigen. Dieses Eisenschwert, Moment, ich lasse das da übrig. So, dann das da und das da. Dann lasse ich das ganze Stahlschwert übrig. Ich lasse einfach in jedem eins übrig. So. Dann die ganzen Silberschwerter, die ewig viel Geld bringen. Den kaputten Schnitter. Das Heulschwert bringt gar nichts, wirklich. Na gut. Den Würmtöter.
zwei Panzerbrecher. Dann die Eisenlanzen. Bis auf eine. Stahllanzen auch bis auf eine. Die Silberlanzen lassen wir übrig. Den Langspeer lassen wir übrig. Den Rittertod kann ich verkaufen. Flügelspeer eigentlich. Ach komm, lass mal. Die Eisenaxt schon weg. Die lasse ich mal. Die Stahl. Moment, Stahlexte habe ich noch. Eine ganze. Okay, dann kommt der Misch weg. So, die angekratzten Silberäxte. Die Meisteraxt. Na, die behalte ich mal. So, dann der Eisenbogen. Der Stahlbogen. Den Stahlbogen behalte ich mal noch. Das kommt weg. Dann natürlich die Ballistas. Ballistika-Gedöns. Keine Ahnung, was jetzt die Mehrzahl von Ballista ist. Ein Elfenlicht behalte ich. Polganone. So, dann der Heilstab. Den Pflegestab und das Magieschild. Den Magieschild. Keine Ahnung, Magieschild-Gedöns halt. Dann das da alles. Den Allzweckschlüssel genauso. Dann die ganzen angefangenen Heilmittel. Und noch ein paar mehr. Wieso habe ich so viele Heilmittel um Himmels Willen? Halt! Nein, ich war noch nicht fertig. So, das noch. Und dann noch Weihwasser. Und dann würde ich mal sagen, bin ich ganz gut durch. Und habe wieder einen Haufen Geld auf einmal. So, dann gebe ich Shiida noch. Shiida noch. Nein, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Moment. Ich wollte eigentlich ins Inventar. Shiida. Darf dann noch Jotches Schild abgeben, weil ich eh keine Bogenschützen habe. Und dafür die Silberkarte mitnehmen. So, dann kann die nochmal ganz gut einkaufen. Dann muss ich die jetzt nochmal alle irgendwie auf der Karte anordnen. Etrag, Mark, Ordin. Ich tausche mal hier Lorenz gegen Etrag aus. So. Dann. Hier oben habe ich ja schon gesagt, kann ich irgendwie. Moment, nein, das mache ich noch so. Dann kommt Elise ein bisschen nach hinten, Wolf darf da bleiben. Dann habe ich ja schon alle, oder? Ja. Gut, so kann ich es lassen, würde ich mal fast schon sagen. Dann kann ich jetzt nochmal Marv irgendwas mitgeben, weil der hat ja noch einen Inventarplatz frei, fällt mir gerade mal noch so auf. Der darf noch einen Panzerbrecher mitnehmen, weil das kann. Habe ich jetzt wirklich bei allen den gesamten Inventarplatz ausgereizt? Ja, Xane ist ja perfekt ausgerüstet jetzt quasi, besser geht's nicht. Ja, doch. Achso, was ich auch noch kurz gucken wollte, nicht Klassenwechsel, ob ich im Arsenal jetzt nochmal was Neues kaufen kann. Nein, da gibt es immer noch nur die Eisenwaffen, das wird sie wohl nicht, also natürlich wird sie das nicht mehr ändern, weil das letzte Kapitel ist vor, nein, überhaupt das letzte. So, dann würde ich allerdings jetzt fast mal sagen, ich weiß, es ist ein bisschen mies jetzt von mir, dass ich quasi nur eine Story- und Ausrüstungsfolge gemacht habe, aber ich beende die Folge jetzt einfach mal, auch wenn sie eine Minute kürzer ist, dass wir dann in der nächsten Folge ganz entspannt und in Ruhe den großen Kampf beginnen können. Also bis dahin, tschüss!